So, meine Freunde, es geht weiter hier mit Let's Play Silent Hill 2 und dem guten Harry und nein! Habt ihr gemerkt? Ich habe meinen Fehler jetzt gerade sofort eingesehen und ich werde es jetzt korrigieren, indem ich James sage. Hallo James Cook. So. Okay. Ja. Das Schloss ist wohl kaputt. Kaputt, kaputt, kaputski. Der Schloss ist wohl kaputski. Oh, ist es auf? Okay. Wo bin ich jetzt? Oh, was ist das? Was ist für ein Raum? Also, Beine. Schon wieder die Viecher, ey. Ja, gar nicht, ey. Nein, noch mehr. Scheiß Beine, ey. Mann, warum müssen das unbedingt Beine sein? Ja, ist okay. Hier liegt irgendwas. Pistole, Pistole. Was? Fischewagen nicht nützlich ist? Super geiler Raum. Wieso ist der so komisch gezeichnet hier? Seltsam. Naja, egal. Scheißhaus ist zu. Scheißhaus für Frauen ist ebenfalls zu. Scheißhaus. Als ob die Frauen auf ein Scheißhaus gehen würden. Behaupt mir jetzt nicht jede Illusion hier. Lasst mich damit alleine. So. Oh, die Tür ist auf. Oh. Hallo, Mr. James. Ich sage jetzt die ganze Zeit James, so wie er auch heißt. Lalalala. Lalalala. Schlüsselfisch. Oh, wir haben den Viehschlüssel. Was bringt er mir jetzt? Oh, das ist Pauseknopf. Ja. Fisch. Schlüssel mit Fisch verwenden. Schlüssel rein, die auf dem Restaurant. Wow, geil. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Ein Klavier, das von alleine spielt. Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here, too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Ein mysteriöser Brief. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu deinen Schwestern. Und Laura, was James betrifft. Ich weiß, dass du ihn hast, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir. Aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht. Aber im Inneren ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer. Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about?
Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Kinder. Gut. Noch ein Grund, Kinder zu hassen. Ich hasse Kinder. Wie der Grinch. Ich hasse Weihnachten. Nein, ich hasse Kinder. Drücke auf den Knopf, aber nichts passiert. Hab ich mich jetzt erschrocken? Was war das denn zum Teufel? Zum Teufel war das? Was ist so ein Scheiß, wie der rumgekrochen? Er schreckt mich an was. Du wagst es dich, mich zu erschrecken. Du Mörder. Toll, bin ich draußen. Jetzt bin ich da, das brauche ich auch. Will ich eigentlich gar nicht, ich will gar nicht nach draußen. Aber ich habe den Fichtenschlüssel. Ich habe den Fichtenschlüssel. Yeah. Obwohl, wenn ich draußen bin, könnte ich vielleicht ins Café, weil ich jetzt den Viech schließen habe. Ich probiere das einfach mal. Ich probiere das mal, meine Freunde. Satz wohl gebracht. Hä? Was war das? Egal. Ich guck jetzt nach. Spieldose, kleine Meerjungfrau. Spieldose mit einer Figur aus dem Märchen, kleine Meerjungfrau beim Springbrunnen im Garten gefunden. Sieht so aus, als könnte ich das hier nicht verwenden. Eine Spieluhr. Wie es aussieht, kann ich wirklich in die Nachbargebäude rein. Von daher kann ich es auch vergessen und wieder hier rein. Super. Super. Ja, du Kackvieh. Das Klärchen. Beine. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich im Keller. Das Klärchen. Noch mehr Beine. Stirb, Gebeine. So, alle Gebeine tot. Jetzt erstmal die Räume checken. Check. Okay, kaputt. Check. Okay, kaputt. Es ist nichts. Scheinbar. Checken. Da ist nichts. Checken. 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 Die ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Moment. Ich habe den Fischschlüssel. Das kann ich nicht benutzen. Tränen der Venus. Dose mit Verdünner. Aha, Dose mit Verdünner. Also. Was macht diese Dose? Verdammt, ich vertue mich immer hier. Kleine Dose mit Verdünner, sie lag im Aufzug. Mit Verdünner kann man. Weiß ich nicht. Verdünnen. Schlau. Sehr schlau. Du bist ein Genie, Daniel. Du bist ein Genie. Du hast es so drauf, ey. Bah.
jetzt eigentlich ins Café? Das Schloss ist kaputt, aber es wird mir trotzdem angezeigt, als könnte... Doch nicht. Verdammt. Das sah nur so aus. Anscheinend ist er dumm. Er ist nicht schlau, er ist dumm. Na, na gut, na gut, na gut, na gut. Dann hätten wir das. So, da waren wir jetzt drin, da waren wir jetzt drin. Wir könnten jetzt nach oben, theoretisch. Praktisch. Können wir in die zweite Etage? Ja. Können wir in die dritte Etage? Leider auch, ja. Na gut, dann gucken wir uns erstmal die zweite an, würde ich sagen. Huch. So. Ja gut, gehen wir erstmal links gucken. Das Spiel macht mich schon wieder fertig hier mit seinen... Habe ich da gefunden? Oh, ich drücke mal zu schnell. Irgendwie vertue mich gerade immer mit der Select und Pause. Schlimm, 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 schlimm. Schlimm, schlimm, schlüpfrig. Gut, der funktioniert schon mal nicht. Abgeschlossen. Kaputski. 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 Wow, das hat ja... Wow. Mann! Hm. Also ich sehe schon, in die Zimmer guckt man wohl nicht rein. Abgeschlossen. Vielleicht komme ich ja hier, der Fisch. Schlüssel. Der Fisch. Fisch. Fischig. Leider nicht. Nee. Schwummerig, schwummerig. Also dann nicht viele Räume kann man hier ja nicht beglücken. Beglücken. Besuchen. Und sie dann beglücken. Witzig. Mann, bist du heute wieder witzig. Hast du einen Clown gefrühstückt? Ja, ja. Kennen wir alles. So. Kaputski. Ja, rein. Ich dachte, da stand was an der Tür, aber anscheinend Schrot, Schrot. Aktentasche ist verschlossen. Aber vielleicht, na, ihr wisst ja, der Karfenschlüssel. Jawohl, der passt. Und drinnen ist Schlüssel zu 204. So. Aus der Hilfekasten. Wieso habe ich jetzt einen Schlüssel für 204 erhalten? Das verstehe ich jetzt nicht. Will der sowieso nirgendwo reinkommen? Ach so. Ah, es kann natürlich sein, dass ich da trotzdem. Ah ja. Okay. Mich auch rein. Wie groß das auch hier ist und wieso liegen hier überall eigentlich Patronen rum? Gesundheitstrink. Schon liegt ein aufgeschlagen, so sieht aus wie ein medizinisches. Ja, super. Medizin, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich hatte euch ja ein Mediziner, aber das glaube ich wohl nicht. Nein, das glaube ich wirklich nicht. So, das haben wir auch. Wie viel Munition ich finde, unfassbar. So. Aha. Na, gucken wir jetzt mal, ob die Scheißhäuser aufgehen. Nö, wieso auch?
Wer Schwachsinn. So, meine Freunde. Eine weitere Folge Silent Hill 2. 2 in 1. Wow! Nein! Geh weg! Beiß mich nicht! Au, ab! Nein! Es saugt meinen Kopf aus! Es saugt mein Gehirn aus. Unfassbar sowas, was es nicht alles gibt. Stirb. Geht drauf. Hey! Was machst du mit meinem... Hör mal die scheiße Taschenlampe an, da. Jetzt vergesse ich mich. So, kaputt. Kaputt. Ich meine diese... Pointzacker hier. Unwürdig, mein Gehirn aufzusaugen. Unwürdig. Hört ihr, ihr seid unwürdig. Kaputt. Aha. Schlüssel. Oh. Okay. Findest du auch von einem Schlüssel zum anderen hier? Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Steht auf dem Zettel von den Zimmer 204. Okay. Loven. La. Oh yeah. Aber es ist leider nicht das Richtige. Hier wird ja jeder Kack an die abgeschlossen. Aha. Ah, cool. So, ein Zimmer fehlt noch. Ja, kaputt. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel für den Mitarbeiteraufzug. Was wir damit machen, wissen wir leider noch nicht. Werden wir aber wohl noch herausfinden. So, ich frage mich gerade, wo der Mitarbeiteraufzug ist. Mitarbeiteraufzug. Vielleicht der da. Kann natürlich sein, muss aber nicht. Meine Freunde, muss nicht. Er kann. Ja, wir könnten hier jetzt nochmal nach oben gehen oder nach unten. Mal schauen. Wenn ich jetzt nach unten gehe, dann komme ich natürlich... Nö. Dann komme ich dahin, aber nicht zu den Räumen. Okay. Wenn ich nach ganz unten gehe... Geh nach oben. Scheiß drauf. Aha. Abgeschlossen. Das ist natürlich Pech. Also nach 302 können wir schon mal nicht. Ja, zu einfach gewesen.
Na gut, dann machen wir mal hier einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part, meine Freunde. Bis dahin, tschüssikowski.